Ich war davor. Wir haben uns jetzt so in die Hose durchgeschmissen. Ehrengäste, ganz besonders die Frau Landtagsabgeordnete Barbara Schweighofer. Die Vizebürgermeisterin von Kramsach, Magister Karin Friedrich und Kulturreferentin. Auch der Vizebürgermeister von Kirchbüchel, Amtsrat Herr Ellinger, ist auch unter uns, hat uns die Ehre erbracht. Und Familie hat uns natürlich sehr gefreut. Jetzt kommt die Dankesrede. Also der große Dank ist einmal den Simon Moser. Der Herr Simon Moser hat uns diese Location zur Verfügung gestellt, kostenlos. Hat 2 Tage mit uns gearbeitet, hat die Bilder aufgehängt mit uns, hat wirklich fleißig organisiert und gemacht. Also der große Dank ist an meinen Simon Moser, an Kropfbauern. Und dann möchte ich noch unsere Künstler vorstellen. Bitte schön. Sind wir heute da, ja. Wir machen das noch im Alphabet. Die Lisa Adamer ist von Breitenbach. Lisa Adamer, die ist von Breitenbach, kommen wir mal daher. Dann haben wir als nächsten... Ah, das ist aber jetzt nicht noch Alphabet. Die Heidi Gandler ist da, die ist von Swill. Auch eine super Künstlerin. Sie wissen, wir haben alle ausgebildete Künstler. Also alles gute Künstler. Man sieht da die schönen Bilder. Man kann diese schönen Bilder auch jetzt noch zu guten Preis kaufen. Also ich glaube, für jedes Wohnzimmer hängt da sicher ein Bild, was passt. Und dann haben wir die Jasmin Grat. Die Jasmin Grat, die... ist Malerin und fotografiert und macht die Fotos auf Leinwand gedruckt. Dann ich, Sam, Katharina Graz. Dann haben wir die Renate Lukaser, kommt aus Salzburg, auch ausgebildet mit der Akademie und Meisterklasse. Die Ingrid Margreiter, aus Kundl. Da ihren Lustgarten hat sie da. Die Carina Moser ist aus Langkampfen. Moderne Malerin, ganz ein gutes Talent. Monika Moser ist unsere Aquarellistin, die Spezialistin für Aquarelle, sind wir beim Eingang. Also die Aquarell-Spezialistin. Dann haben wir die Margret Obenauer, ausgebildete Malerin, Künstlerin. Dann haben wir die Rosa Maria Bardan, ausgebildete Malerin. Judith Brutorski ist unsere ungarische Künstlerin, hat ein Atelier in Ebs und macht diese super schönen Porträts da hinten. Man kann es ansehen, diese feine Porträts mit ganz den feinen Pinselstrichen. Der Franz Schmidt, unser Herr, ist aus Rosenheim, ausgebildet mit der Akademie und Meisterklasse. Und der Walter Viel ist der Bauernhofmaler mit den Bauernhäusern. Er hat schon fast die ganzen Witschnauer Bauernhäuser gemalt. Leider nicht anwesend zurzeit. Und wir bedanken uns, dass wir alle so schön ausstellen durften. Dann bedanke ich mich für den schönen Abend, wünsche einen schönen Abend und ein schönes Fest wünschen müssen. Ist das ein Spaß? Sind wir ein Paar,
Mich jagt das Schicksal hinaus, dich hält es da. Wo sind die Clowns? Wo bleiben die Clowns? Geschätzte Damen und Herren, ganz besonders liebe Katharina Gratt, liebe Obfrau von Kreativ Unterland, Arte. Jetzt müssen sie noch alle ganz fleißig lächeln, gell? Klaus, du bist der Kommandogeber, bitte. Soll ich euch ein bisschen instrumentieren, wie sie sich hinstellen sollen? Danke. Ihr habt es? Okay. Lösen wir es auf. Geschätzte Damen und Herren, lieber Hausherr, Kropfbauer, Simon Moser, Gratulation zu so einer, man sagt im Neudeutschen so schön, Location, aber es ist ein Ort mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Und es ist mir eine Freude und es ist mir ganz eine große Ehre, dass ich heute hier sein darf. Eingeladen wurde ich im Februar, heute habe ich nochmal nachgeschaut, wann ich die Einladung bekommen habe. Eingeladen hat mich damals die Heidi Gandler. Und ich habe dann gehört, dass die Katharina nichts dagegen hatte. Ich bin sehr froh. Es ist schon was Besonderes, in so Stall zu sein. Und wie ich heute gehört habe, das ist wirklich ein Stall. Dann habe ich mir gedacht, das wird was Besonderes sein, weil vor mehr als 2000 Jahren hat in einem Stall auch schon mal was ganz Großartiges begonnen. Und dann so ein Entree mit dem Herrn Opernsänger, mit dem Herrn Kammersänger Garger, den ich schon eine Weile her, ein paar Wochen, bei einem großartigen Falstaff im Tiroler Landestheater erleben habe dürfen, wo ich mir gedacht habe, das ist wirklich eine Freude und eine Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Nun, was soll man jetzt nach so vielen Dargebotenen, wie der Herr Garger es schon gemacht hat, singend und sprechend, was soll man da jetzt eigentlich Großes sagen, außer dass ich beim Durchgehen tiefst beeindruckt bin von diesen 12 ausstellenden Künstler und Künstlerinnen, die ich da heute bewundern habe dürfen. Eine Vielfalt, eine ganz großartige. Und ich habe heute, mein Schatz hat mich heute begleitet und dann habe ich zu ihm gesagt, dass mir jetzt beim Durchgehen eigentlich das so bewusst wird, dieser Spruch, ich weiß es nicht von wem er ist, aber er begleitet mich schon sehr viele Jahre in meinem Leben, wo es heißt, wenn du 2 Taler hast, dann kaufe dir von einem Brot und vom zweiten Blumen oder Bilder für deine Seele. Und diese Bilder, die ich jetzt gesehen habe, leider dann sicherlich noch nicht alle in der so intensiv, wie ich mir sie jetzt gewünscht hätte, aber ich werde sicherlich die nächsten Tage nur mal vorbeikommen und mir das ganz in Ruhe anschauen. Ich glaube, dass man da wirklich sagen kann, diese Bilder sind Blumen für die Seele. Herzlichen Dank. Alles Gute. Liebe Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete, liebe Barbara, liebe Künstler aus der Gemeinde Gramsach, ich sehe welche, liebe Obfrau des Vereines, liebe Künstlerinnen und Künstler, die hier ausstellen. Ich stehe ja nicht das erste Mal auf dem Boulder, dem Platz, und ich stehe ja nicht das erste Mal bei der Öffnung einer Vernissage, weil, und das soll uns allen bewusst sein, wir sind ja in Gramsach, gell? Und ich weiß nicht, ist es die Luft? Gramsach ist künstlerisch natürlich schon seit vielen Jahren eine Hochburg im Tiroler Unterland. Also wir bieten von der Moderne über die Bildhauerei bis zur Literatur in letzter Zeit alles. Und offensichtlich ist diese Luft durch ein Lüftchen weiter ins Unterland getragen worden. Und jetzt kommt das Unterland, das weitere Unterland, auch noch auf nach Gramsach und sogar vom Söllandl und von St. Johann einer.
Wir haben letztes Jahr diese Ausstellungen angefangen. Den Simon hat das Blut irgendwie gewalt und er hat irgendwie angefangen, dann auch dieses Künstlerblut in Gramsach zu spüren. Und er hat das mit seiner Art gemacht. Er hat uns eine neue Galerie, einen neuen Veranstaltungsraum gebracht. Und jetzt haben wir ein Haus in Gramsach, jetzt haben wir einen Kosten in Gramsach und jetzt haben wir auch noch einen Steuer in Gramsach. Ich wünsche euch einen schönen Abend, auch einen kulinarischen Abend. Und die Frau Gratt hat gesagt, ich soll sagen, das Buffet ist eröffnet. Wenn ich gerade noch ein paar Worte, Katharina, darf ich auch noch was sagen? Ja. Nein, es ist ja nicht meine Veranstaltung da, ich habe ja nur den Raum zur Verfügung gestellt, aber ich möchte trotzdem alle begrüßen, aufs Herzlichste, freut mich, dass Sie gekommen sind. Sie haben sich heute ganz viel entschuldigt, das ist in Gramsach nur eine Veranstaltung, aber Sie haben gesagt, Sie schauen sich vorbei und es ist auch gerecht, die Bilder hängen ja noch einen Monat. Und es werden sicher auch noch viel kommen. Die, was gesagt haben, sie haben zugesagt, aber heute haben sie eben nicht dabei. Ja, wie gesagt, das war es eigentlich von meiner Seite. Es ist nicht alles perfekt, aber wir müssen da ein bisschen improvisieren. Ich bin jetzt auf Nullen, sagen wir, dass man die Sicherung wieder fliegt. Nicht, weil alles auf einer Sicherung ist, die Strahler brauchen ein bisschen viel. Ja, aber ja, wie gesagt, bleibt es noch ein bisschen und kämpft es noch wieder gut haben. Danke. Das weiß ich, das Gemäuer oder ist das die Form von Wien? Das ist meistens ein Gefühl und das verschwimmt dann. Ach so. Das macht doch. Das wird jetzt erst ganz weiß und nachher das. Achso, ja. Das verschwimmt dann und dann entstehen die verschiedenen Muster. Manche sind zufällig, manche sind gewollt. Ja. Wie lange braucht man sich so ein Büttel? Wie lange wollen wir dazu?